Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part Football Manager 2017 in der Beta, die noch vor Start läuft. Dieses Let's Play wird schon laufen, während das richtige Spiel losgegangen ist. Deswegen ist es auch jetzt erstmal die letzte Folge, die ich aufnehme, denke ich. Und ja, wir schauen dann, wie es euch gefallen hat, wie es mir gefallen hat. Stand jetzt macht es mega Bock und ich würde sagen, wir gucken hier nochmal in den Social Feed. Kann man da irgendwo sehen? Social Media. Ich will nur das Social sehen. Nikos Sokrafakis will be on Hertha for a while longer after his current deal. Gut. Ich will aber eigentlich die Hertha News nicht sehen, aber naja, egal. Am besten wäre mir, wenn wir nur zu meinem sehen. Fabio has agreed to sign from Middlesbrough, lalala. Major Transfers, Bojan, Jay Rodriguez, Leroy Fair und Fabio, alle von uns getätigt. Okay, sind wir die einzigen, die Transfers tätigen? Das wäre aber schlecht. Haben wir hier schon Bojan? Wir haben hier schon Bojan und alle. Dann würde ich sagen, Freunde, machen wir Yaya Touré ins Mittelfeld. Ist jetzt nicht unbedingt der Register, sondern... Obwohl, das passt eigentlich auch, ne? Ja. Guck mal, hier müsste ein Innenverteidiger hin, hier zwei Außenverteidiger, defensiv wäre Chan, offensiv Wijnaldum. So, Jay Rodriguez, was kann der alles spielen nochmal? Ist er so ein richtiger Stürmer, wa? Okay, müssen wir mal schauen. Danny Ings kommt auf jeden Fall weiter nach unten. Bojan dann noch hier hin. Daniel Sturridge. Stuart. Ojo. Jay Rodriguez auf jeden Fall noch vor Danny Ings. Ojo auch vor Danny Ings. Und dann schauen wir mal, was hier die verletzten Spieler dann machen. Wir continuen erstmal. Damit es hier weitergeht. Ne? Es muss ja weitergehen. Cannon Brannigan haben wir verliehen. Das haben wir gesehen. Chirivella auch. Sehr gut. Auch da möchte ich Matchberichte. Im Richtigen werde ich dann auch mit den Spielern sprechen, wenn ich sie wieder verleihe. Yaya Touré. Nein. Warum kann man die denn hier nicht... Ach so, wir haben sie nicht verfügbar gemacht, glaube ich jedenfalls. Das war auf jeden Fall gut. Weil ein Yaya Touré hat in der U18 nichts zu suchen. So, sein Touré, dann Deal, Manchester United, Snap Up, Williams. Williams, Training Camp underway. So, das haben wir wieder gemacht. Okay, dann lassen wir den weiter bestimmen, bevor ich hier Stress anfange. Phillips ist auch gegangen. Auch da möchte ich wieder einen Match-Report haben, wie zu jedem verliehenen Spieler. Dem.
So, wir machen hier noch ein bisschen weiter. Es sind natürlich keine richtigen Spiele, die hier aktuell laufen. Die Saison ist noch ein bisschen hin. Deswegen ist auch gut, dass wir die Transfers so früh getätigt haben. Dann können sich nämlich alle der Taktik anpassen. Wie gesagt, das hier ist sehr wahrscheinlich nicht der richtige Spielstand, mit dem wir dann das richtige Let's Play starten. Aber trotzdem ist es schön, hier ein paar Sachen ausprobieren und zu sehen. U23 gewinnt. Wer hat da besonders gut gespielt? Whelan mit einer 8-6, Maguire mit einer 8-8, Alves mit einer 8-1. Okay. Da ist noch jemand verletzt. Herbie Keane verletzt. Er hat ganz gut gespielt. Brannigan hat 22 Minuten gespielt. 7-6 ist okay. Chirivella 7-4 hat aber auch länger gespielt. Das ist sehr gut. So, weiter geht's. Dam, dam, dam. Season Ticket Sales. So, ich würde mal sagen, es wird mal Zeit, dass unsere Spieler so ein bisschen verkauft werden, oder? Verfügbar machen für die U23 würde ich sagen, auch erstmal keiner. Die müssen so zurechtkommen. Dort gibt es genug gute Spieler, die sollen da nicht hier blockiert werden. So, jetzt haben wir irgendeinen Spieler verkauft. Danny Ings ist verkauft für 9,25 Millionen oder was? Für 11,25. Aber warum konnte ich das nicht angehen? Ich konnte gegen den Transfers nichts machen. Ich wollte eigentlich mehr Geld haben, aber das konnte ich irgendwie nicht. Warum auch immer, konnte ich da nichts dran machen. Wahrscheinlich habe ich irgendeine Option in den Einstellungen übersehen. Invention to England Trial Day. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Wie gesagt, englische Sprache ist auch nicht so meins. Das ist ein bisschen eingerostet. Deswegen kann es sein, dass ich hier das ein oder andere falsch verstehe. Gucken wir mal, was die Raiffeisen Superliga für Spieler hat. Obwohl wir eigentlich keine wirklichen Transfers mehr tätigen wollen erstmal. Hier ist jetzt nichts Neues gekommen. Dann weiter continuen, damit wir ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, in welchem Rhythmus ich das raushauen werde. Hat nur 2 Minuten gespielt, hat 59 Minuten gespielt gegen Eindhoven. Ist okay. Keine gute Note bekommen, aber war super. Er will eine Leihe haben, 100%, das sieht gut aus, das akzeptieren wir so. Connor Randall darf gerne auch Spielpraxis sammeln bei einem größeren Verein. So. Dann nehmen wir noch ein Schlückchen Energy Drink. Wie gesagt, das richtige Let's Play wird dann auch mit Musik irgendwie unterlegt. Da lasse ich mir noch was zu einfallen. Dejan Lovren ist zurück im Training. Nö. Kevin Stewart injured. Ja, ist nicht so schlimm. 2 bis 3 Tage. Das überlebt er auch. So, was haben wir denn jetzt hier für ein Spiel? Ich denke, bis zum Testspiel waren es 11 Tage. Was sehen wir denn jetzt für ein Spiel, Freunde? 2 unbekannte Mannschaften, okay. Ja. Skip. Okay, das will ich jetzt nicht wirklich sehen. Will ich euch auch nicht antun. Da könnte man zwar unbekannte Spieler scouten und für die U23 machen, aber das hebe ich mir dann gesagt, wie gesagt, für den richtigen Spielstand auf. Das müssen wir jetzt noch nicht sehen. Das soll hier so mehr so ein schneller Überblick sein, was alles neu ist und was nicht.
Transfers. Michel Parker. Don't offer new contract. Thiago. Nö. Gogic. Teixeira. McQueen. Kenne ich alle nicht. Einfach mal continuen. War eh nichts Wichtiges dabei. Weiter geht's. Hier, das Testspiel machen wir noch. Dieses komische gegen Juanma, der nächste Verletzte. Also irgendwie ist das scheiße, dass hier so viele Spieler verletzt sind. Phillips, 50 Minuten gespielt. Note nicht sonderlich geil. Brannigan, 33 Minuten gespielt. Note okay. Wichtig ist, dass sie immer spielen, das reicht mir. Chirivella, 81 Minuten gespielt, 7,5, eine Vorlage, sehr gut. Damit empfiehlt er sich auch für die Aufstellung, das gegen die Young, nee, gegen die Old Boys, BSC Old Boys. Ich dachte schon, gegen Young Boys Bern, da wäre das ja eine richtig gute Leistung. So, wir machen weiter. Hoffen auf weitere Transferangebote. Oh, Freundschaftsspiel gegen Milan. Das würde ich auch gern nochmal sehen. Chirivella, 50 Minuten gespielt, aber gegen einen guten Gegner, ne? FC United Zürich. So, weiter geht's. Weiter. Immer weiter, immer weiter. Damit wir hier noch das Milan-Spiel sehen. Das will ich dann. Das ist ein guter Gegner. Das könnte ich dann euch zeigen, so zum Abschluss. Da können wir ja sehen, ob unsere Taktik soweit fruchtet. Kalou, hier hat Kalou getroffen. Hertha hat 3-2 gewonnen. So schnell kann man gar nicht gucken. Matip ist noch 7 Tage bis 2 Wochen verletzt. Also hier wird keiner so schnell zurückkommen. Liverpool, Trainingscamps, End. 4 haben wir Matchfit gemacht. 4, ja, kratzen an der Matchsharpness. 7 sind verletzt. 4 verletzt und in Rehabilitationsphase. Immerhin, so. Das können wir auch machen. Zack, zack, zack. Das hier können wir auch machen. Zack, zack, zack. Ja. Match Preparation. Hier, das ist noch nicht so wirklich. Freundschaftsspiel Liverpool-Milan wird im Fernsehen übertragen, bringt uns ein bisschen extra Geld ein, das ist immer schön. So. Backroom Team Advice. Eric Steele. 150.000. Zack. Hunderttausend, zack. Scouting. Bill Green. Ein Scout erstmal mehr, das sollte reichen. 100.000, zack. Und hier ein Director of Football. Der 350.000 verdient.
Zack. Oh, Klavan injured, ernsthaft. Akzeptieren wir. Und auch da will ich Match Reports haben. Boah, warum ist denn der nächste verletzt, ey? Das ist doch zum Kotzen mit den Verletzungen. Das darf doch nicht wahr sein. So, das haben wir. Birmingham will Ilori leihen. Den will ich ja eh loswerden. Aber ich würde gerne hier 100.000. Hier 100%. Machen wir da 50%. Ende der Saison. Geht doch mal weg hier mit den ganzen Steam-Benachrichtigungen. Das geht mir so auf den Geist. Wenn man hier Sachen lesen will und dann... Mann, vor allen Dingen startet der immer dasselbe Spiel, Mann. Ist es denn wahr? So, weiter geht's. So, Moses joins FC Turin. Dowling Recall, Peneranda, 19 Jahre, Udinese Calcio. Ein Stürmer. Ich würde den gern als Laie haben, geht aber nicht. €78 Millionen, ernsthaft? €78 Millionen. So, Spieler, die wir für die U23 verfügbar machen wollen, wären Stuart auf jeden Fall. Hat ja super geklappt. Ach so, der ist direkt nach oben gegangen. Okay. Stuart. Ojo. 90 Minuten. Krujic gern 90 Minuten. Und das war's. So. Haben wir überhaupt noch genug Verteidiger? Zur Not muss Emre Can in die Innenverteidigung. Geht halt nicht anders. Brannigan 48 Minuten gespielt. Randall 3 Minuten gespielt. Dejan Lovren könnte spielen. Stuart könnte spielen. Krujic und Matip noch nicht. Dann gehen wir in der Match Preview in die Team Selection. Das hier ist ja so ein unwichtigerer Test. Klavan ist noch verletzt. Origi ist wieder fit. Dann spielt Emre Can für Klavan. Wir removen die 4. Schieben das alles eins nach oben. So. Würde ich sagen, sieht das Team so gut aus?
Wie konnte er nochmal sofort berechnen? Konnte man noch nicht machen, ne? Es geht keine Sofortberechnung, das ist aber doof. Na ja, dann machen wir halt keine Sofortberechnung. Und spielen einfach so. Jupp. Lalalala. Komm schon schneller. Ich will das Milan-Spiel auch noch in die Folge zeigen, ohne dass die 70 Minuten lang wird. Das muss ja nicht sein, ne? So. Bam, bam, bam. Martin Fehnin, hey, der lebt noch, der Kerl. Der Martin Fehnin, unfassbar. Kennen wir hier sonst noch jemand? Pospisil, der war mal bei Aue. Spilacek, der sagt mir auch irgendwas. Dann gucken wir uns das Spiel einfach an, während ich hier noch eine Sache regeln muss. So, Martin Fehnin direkt am Ball auf Frimmel. Okay, ja gut. Dann er halt nicht. So, ich will wieder das hier sehen. Fehnin. Brotz. Und Mignolet hält, sah sehr seltsam aus. Ecke kommt rein und Klein klärt, sehr gefährlich. Dit war sehr gefährlich, meine Damen und Herren. Nochmal Ecke. Nochmal gefährlich. Also, da sind die Gäste bisher die bessere Mannschaft. Nächste Ecke. Von uns ist noch gar nichts zu sehen. Was ist denn mit meiner Mannschaft los? Stark von Coutinho. Vielleicht jetzt mal Coutinho. Schöner Seitenwechsel. Sadio Mané, der hat auch das Tempo, da was draus zu machen. Flanke. Leider nicht angekommen. Touré, da musst du hin. Er bleibt einfach stehen. Touré bleibt einfach stehen. Was war das denn? Was hat Touré da gemacht? Brotz. Boom. Erste Ecke für uns, Henderson, Lallana, leider nicht im Tor. So, jetzt bin ich wieder voll konzentriert bei der Sache. Milner sieht gelb. Chan hat auch schon gelb gesehen. So, könnten wir jetzt mal gegen die ankommen vielleicht. Wäre das möglich, aber die dominieren uns hier nach Strich und Farben. Unsere neu formatierte Verteidigung hat keine Chance gegen Martin Fehnin und Co. Was ist denn das, bitte? Wird Zeit, dass wir mal ein Spiel finden. Lovren. Mané. Sadio Mané. Auf Touré. Henderson, Lallana, Fehlpass, weg ist er bald. Touré, Lallana, Henderson, Klein, Nathaniel Klein, Mané. Was soll das denn? Wo schießt der denn da einfach hin? Und wieder langer Ball. Fehnin ist durch und senkt den Ball drüber. Die kommen direkt zum Abschluss. Warum können wir das nicht?
Wir sind zwar jetzt ein bisschen besser im Spiel, aber das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, ne? Da müssen wir noch ein bisschen was ändern. Erstmal kommt Ilori rein, dann kommt Fabio rein, dann Moreno für Milner, Leroy Fair für Henderson, Wijnaldum für Lallana, Bojan für Mané, Origi geht hierhin, Jay Rodriguez für Firmino, Coutinho, und haben wir sonst noch einen, der durchspielt? Nee, ne? Yaya Touré könnte man noch auswechseln, dafür könnten wir, lass mal überlegen, Wijnaldum für Yaya Touré spielt dann eher den Playmaker und hierfür bringen wir Ojo, der dann tauscht mit Bojan. So lassen wir das mal. Sturridge und Stewart könnten noch kommen, falls sich jemand verletzt. Gucken, ob wir damit besser zurechtkommen. Muss auf jeden Fall jetzt mal was passieren hier. Und da wäre es beinahe für Martin Feni wieder passiert. Meine Herren, ey. Mignolet, langer Ball. Ojo kommt nicht ran. Fabio. Origi legt ab auf Bojan. Und das sieht auch schon mal besser aus, als das, was wir in der Halbzeit 1 gebracht haben. So, und wir können nochmal wechseln gleich. Oh, Ilori, du Flitzpiepe. Lovren erobert stark. Ojo. Ojo mit etwas Glück noch am Ball. Leroy Fair. Raus auf Rodriguez. Die beiden neuen. Rodriguez. Raus auf Fabio. Der mit der Flanke, aber keine Gefahr soweit. Dann machen wir jetzt nochmal den letzten Wechsel. Die letzten beiden. Storage bringen wir rein für. Na, eigentlich müssen wir für ihn hier machen. Peacher. Und Stuart bringen wir rein für. Kann der kein Innenverteidiger spielen? Spiel jetzt einfach Innenverteidiger, was soll das denn? So, probieren wir das einfach mal. Confirm Changes, yes. Origi nur kurz gespielt, aber was soll's. Hier ist Origi am Ball. Der war ja eh lange verletzt, von daher passt das. Bojan auf Ojo abgeblockt. Fabio. Seitenwechsel auf Alberto Moreno. Alberto Moreno startet durch und dann Einwurf. Warum ändert der das immer? So. Mignolet fängt den Ball gut ab. Jetzt müsste es schneller gehen. Aber, ja, doch, kommt an bei Sturridge. Rodriguez. Bojan. Ball läuft schon mal besser als in der ersten Halbzeit. Leroy Fair. Ojo. Mit dem Abschluss. Aber drüber. Immerhin traut er sich das mal zu. Das ist gut. Das ist gut. So, Alberto Moreno auf Sturridge, zurück auf Alberto Moreno, Fabio, Wijnaldum, Fair. Oh mein Gott. Mit Glück hier nicht das 0:1, mit Glück. Bojan, die Ecke war schlecht. Nochmal Bojan. Und dann Rodriguez drüber.
Der ist, achso, Jay Rodriguez. Ich wollte gerade sagen, wir haben da gar keinen Ricardo Rodriguez. What? Patrick Stritz. Jetzt werden sie hinten auch ein bisschen nervös. Aber lösen das gut. Martin Fenin, Frimmel, Frimmel, zurück auf Martin Fenin, zurück auf Frimmel, Brendel, Lanschk, langer Ball auf Frimmel, Stritz, Brandl, Lutsch. So, Brendel bei der Ecke, die kamen bisher immer gefährlich, die Ecken. Die kamen immer gefährlich. Aber diesmal ist Mignoleda. Kurz auf Wijnaldum. Wijnaldum. Oh. Hat Sturridge den daneben gemacht. Wir haben unten gerade eine neue Neuerung gesehen. Beim Freistoß gibt es auch hier das tolle Future mit der Freistoßmarkierung, mit dem Freistoßspray. Finde ich eher unnötig, aber gut. Der war doch schon im Aus, der Ball, oder nicht? Da haben wir wieder keinen Zugriff. Wir hatten den Ball schon 3-4 Mal, aber irgendwie bleiben die immer im Ballbesitz und jetzt kommt bestimmt das 1-0. Nein. Okay, es wird wohl 0-0 ausgehen. Da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert, gerade in der ersten Halbzeit nicht. Aber was will ich machen? Hier hat man jetzt kein Freistoßspray und damit ist das Spiel auch zu Ende. Ruhmhaft war es jetzt nicht, aber gut. Das muss ich auch alles erst finden. Wir hatten jetzt viele Neuzugänge dabei. Alles okay. Den haben wir auch bekommen. Ein neuer Scout. So, und dann das Milan-Spiel zeige ich euch, wie gesagt, noch. So, Scouting Report. Die beiden braucht man nicht. Spanisches Scouting Update. Ist auch keiner dabei, der mich gerade interessiert. Mignolet, unser bester Mann. Unser schlechtester Mann, James Milner. Steel kommt auch. Sehr schön. Also auf der... Im Trainerstab tut sich was. Mitarbeiterstab. Es sind ja nicht nur Trainer, die gekommen sind. So, 8 Nachrichten in der Inbox. Matthew Target kann links alles machen. Ist aber auch ein bisschen teuer. ...20 Jahre. Wir kaufen ja gern bei Southampton ein. 6,25 wollen sie nicht. 7,5. ...10 Millionen. Injured. So, weiter geht's. Ist mir ein bisschen zu teuer. Der ist jetzt auch gekommen. So. Damit sind wir jetzt komplett im Trainerteam. Das ist wunderbar. Wie gesagt, das Spiel gegen Milan will ich euch noch zeigen, unbedingt. Damit haben wir knapp einen Monat gemacht und dann sollte das reichen. So, weiter geht's. Hier in die Inbox. Hivula, der ist jung, aber auch noch nicht so gut. ...28,5, ne. Maximal 15 will ich...
15. Nope. Dann halt nicht. So, für das Spiel gegen Milan können wir hoffentlich in nahezu Bestbesetzung antreten. Das wäre, glaube ich, nötig. Lovren kann spielen, Stewart kann spielen. Der Rest leider nicht. Das ist scheiße. Das ist absolut scheiße. So. Emre Can ersetzt mal direkt durch Ilori. Der dürfte diese Rolle besser spielen können. Ansonsten ist kein weiterer mehr fit. Warum geht die Sofortberechnung nicht? Ist das hier dieses Jahr nicht dabei oder übersehe ich das gerade? Jo. Milan, das wird der richtige Gradmesser. Und auch die letzten Minuten unserer Aufnahme hier. Zack, 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 zack. So, aufwärmen. Und los. Schauen wir mal, was hier gegen dieses Spitzenteam machbar ist. Ob wir uns da besser verkaufen können als im letzten Spiel. Suso wird gut abgegrätscht von Milner. Ilori hat hinten auch alles im Griff. Mané. Sadio Mané ist da leider relativ alleine, aber das macht nichts. Mané und ja, Donnarumma, sehr interessanter Mann. Donnarumma, Ecke Milan, kommt gut, wird aber abgewehrt. Kutu, Mignolet ist da, kann den Ball aber nicht festhalten. Nächste Ecke, wieder Matthias. Weit auf Di Celio, nochmal Ecke. Also mit den Ecken haben wir es irgendwie. Warum Touré als Großer da hinten steht, weiß ich nicht. So, Touré völlig verwirrt. Jetzt haben wir es geklärt. Kommt er über Mané, Mané, Mané. Immer noch Mané, aber Matthias ist da. So, hier sehen wir wieder das Freistoßspray. Ilori, Lovren, Touré, Mané. Mané, Mané, stark gemacht, richtig stark gemacht. Und das ist Weltklasse. Sensationell herausgespielt. Sadio Mané behält die Übersicht. Hier sehen wir es. Starker Antritt an Antonelli vorbei und dann in den Rückraum, wo drei Mann freistehen. Lallana und Firmino hätten den auch machen können, aber so ist es Phil Coutinho. Und zeigen wir jetzt unser wahres Gesicht. Donnarumma. Wir setzen Milan gut unter Druck vorne. Wie gesagt, die richtigen taktischen Einstellungen wie Pressing und so weiter werde ich dann genauer machen, wenn das Spiel auch auf Deutsch ist, damit ich mehr verstehe. Mané, Mané, aber das wird noch ein bisschen dauern. Touré, Touré, spielt er auf klein. Nein, er verliert den Ball. Gefährlich, gefährlich. Lallana grätscht vorbei. Bakka, nicht das 1:1. Nansch Mignolet, schimpf mal da hinten. Milner sieht schon wieder die gelbe Karte. Nächste Ecke. Montolivo, Montolivo, Bakka, Mignolet. Matthias. Und der war nicht drin. Da hatte ich kurz mal die Luft angehalten. Man hat es sicherlich gehört. Erst 15 Minuten gespielt. Das Spiel kommt mir so vor, als wären es schon, keine Ahnung, wie viele Minuten gespielt. Jetzt hatten wir mal eine gefährliche Ecke, aber auch die bringt nichts ein. Freistoß Henderson gegen die Mauer geknallt. Henderson, klein, mit dem Langball, der geht aber ins Aus. Ja, das spielen sie gut raus. Suso, Ex-Liverpool-Spieler. Mané, du darfst gern ein bisschen mehr mit nach hinten machen, denn Klein ist hier gegen zwei Mann, da kann der nichts machen. Da kann der gar nichts machen, du. Stark von Touré,
Milan bleibt leider im Ballbesitz. Cuccio drüber. So, Mignolet. Langer Ball, aber da steht keiner so richtig. Bonaventura. Bonaventura bleibt mit Glück im Ballbesitz, nachdem Lallana den schon fast hatte. Suso. Gut gespielt. Bakka. Ausgleich. Tja, verteidigen ist nicht so unser Ding, habe ich das Gefühl. Suso, Matthias, Bakka im richtigen Moment da. Ilori hebt hinten das Abseits aus. Kann man nichts machen. Henderson mit der Ecke, aber das ist keine Gefahr. Jetzt der schnelle Gegenangriff, Fragezeichen. Gomez, Ramaioli, Donnarumma, Montolivo, jetzt spielen sie hinten rum. Touré raus auf Coutinho, aber der kommt dem Ball nicht entgegen. Schwach gemacht von Coutinho. Bonaventura schickt Matthias und der trifft Gott sei Dank nicht. So, Dichelio. Den hat Klein. Schießt da Touré ab. Schießt dann den nächsten ab und jetzt ist hinten alles offen. Aber Klein rettet dann selber. Henderson. Mané läuft ins Aus. Nee, läuft dann nicht. Wird dann aber weggegrätscht von Antonelli, aber fair. Bonaventura schickt wieder Bakka auf Reisen. Bakka behält die Übersicht und Cuccio knallt drüber. Interessante Partie. Erst 30 Minuten gespielt und wir haben hier schon Chancen ohne Ende. Also auf beiden Seiten, aber eher ist Milan jetzt im Spiel, als dass wir nochmal eine Chance hätten. Bakkas Schuss wird abgeblockt. Dichelio, gut, jetzt mal ein Konter, jetzt mal ein Konter setzen. Firmino wird gefoult, von Kutscher muss eigentlich gelb geben. Gibt es aber nicht. Stattdessen Freistoß für Milan und er war gefährlich, aber Mignolet ist da. Milner kommt dann nicht in den Zweikampf, Klein auch nicht. Lallana, jetzt ist Platz da, jetzt ist Platz da. Coutinho, mach was draus. Schöner Ball auf Mané, 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 Firmino. 2 geniale Momente von Sadio Mané. Schöner Ball von Coutinho, Mané, stark gegen Antonelli mit der Flanke, überragend, nichts zu machen für Donnarumma und Gomez. Firmino netzt ein. Firmino und Coutinho treffen, sehr gut. Wir gehen wieder in die Taktik rein, ändern noch ein bisschen. Und zwar, Fabio kommt für Klein, Moreno für Milner, Can für Touré, Fer für Henderson und Wijnaldum für Lallana. Bojan für Mané. Rodriguez für Coutinho und Sturridge geht vorne in den Sturm. Sturridge wird ein Peacher. Er hier wird ein Inside Forward. Das passt auch gut. Er auch ein Inside Forward? Nee. Winger. Er hat da ein bisschen mehr. Box-to-Box-Deep-Laying.
Und er ist ein Roaming Playmaker. Complete Wingback. Central Defender. Ball Playing. Und Fabio passt wunderbar. Dann schauen wir mal, wie sich die Änderungen bemerkbar machen wieder. Da stehen wir uns schon wieder selber auf den Füßen. Das gefällt mir immer sehr gut. Fabio Emre Can. Okay, vorbei. Suso, Suso. Da müssten wir eigentlich den Ball erobern. Schaffen wir nicht. Stattdessen lässt Milan den gut laufen. Bacca, Carlos Bacca zurück auf Antonelli. Bonaventura, Cuccio, Cuccio, Cuccio. Wieder gelingt uns nicht die Balleroberung. Sind mit drei Mann in der Ballnähe. Und haben Glück, dass Carlos Bacca drüber köpft. So, in der 60. werden wir auch nochmal wechseln. Leroy Fair, Ilori. Fair raus auf Moreno. Der hat jetzt Platz. Kann er was draus machen? So halb und... Was zur Hölle macht Donnarumma da? Also das war ganz schwach von Donnarumma, weil das war eigentlich keine richtige Chance, was hier Jay Rodriguez macht. Den kann er doch locker fangen. Was zur Hölle? Okay, dann wechseln wir direkt. Gucken, das war Stuart und... Stuart kommt jetzt erstmal rein für... Ilori, würde ich sagen. Dafür rückt Emre Can in die Innenverteidigung. Macht dort den Stopper. Und Jay Ojo kommt für Lovren. Muss ich nur gucken, wie ich das hier irgendwie löse. Ojo dann mit Stuart tauschen. Tauscht mit Leroy Fair. Ojo geht dann noch einen nach vorne. Wijnaldum wird Playmaker. Und Ojo wird Attacking Midfielder. So, und Origi kann leider nicht spielen. So. So, Cuccio gegen Sturridge. Chelio gegen Moreno auf Suso, Ex-Liverpool-Spieler, und Bonaventura köpft daneben. Mignolet, Fabio, Wijnaldum. Wijnaldum verliert den Ball gegen Poli. Bacca, Suso. Auf Cuccio, Poli, den muss er machen. Aber unsere Abwehr natürlich jetzt ohne richtigen Abwehrspieler da hinten drin in der Innenverteidigung sah da nicht gut aus, aber ich muss ein paar Sachen probieren. Sturridge, komm, den hast du, jawohl, Sturridge, Sturridge, drüber. Origi kommt für Ojo rein. So. Einfach mal gewechselt, während das Spiel noch lief, weil ich es kann. So. Waiting for the next highlight. Cuccio, Montolivo, Poli,
Romagnoli, Vagnoni, Bonaventura, Bacca wird Gott sei Dank abgefangen. Nochmal Bonaventura, Montolivo, Poli, Suso, ungefährlich. Einwurf, Di Celio, Suso, Wijnaldum dazwischen, Bonaventura, ungefährlich. War aber wohl noch abgefälscht, deswegen Ecke, Milan. Montolivo, diesmal halbwegs souverän, Montolivo, ganz souverän. Und vielleicht der Konter, ja, das sieht gut aus, Origi, Origi. Macht das stark, Origi legt ab, aber da kommt er nicht ganz ran, schade. Aber stark von Origi. Ojo hat diesmal nur kurz gespielt, aber immerhin ein paar Minuten Einsatz für den kleinen Kerl. Chan war auch ja lange verletzt. Wijnaldum, Origi auf Bojan. 4:1, wir nehmen Milan auseinander. Stark gespielt. Also wir haben Milan nicht so unter Kontrolle, wie das Ergebnis aussagt, aber in den richtigen Momenten sind wir halt da. Und der Pass ist einfach Weltklasse und der Abschluss ist eiskalt. Und deswegen geht das schon in Ordnung, dass es hier 4:1 steht. Und unsere Neuzugänge, die haben es drauf. Die haben es schon drauf. So, Bacca, Carlos Bacca, kein Problem für unsere Verteidigung. Emre Can auf Leroy Fair. Der schickt Sturridge auf Reisen, aber der bricht ab. Origi setzt nach, aber kommt nicht an den Ball. Paletta. Wieder abgefangen, Alberto Moreno, Wijnaldum, Stuart. Zurück auf, nein, Fehlpass, wie immer von Stuart. Stark von Emre Can. Poli völlig frei, schick Bonaventura, aber Mignolet stark, muss man mal sagen. Also Mignolet spielt eine gute Vorbereitung. Carlos Bacca ist jetzt aus der Partie. Wijnaldum beim Freistoß. Wijnaldum, Leroy Fair, Leroy Fair, Bojan. Aber daneben. Aber egal, die Mannschaft gefällt mir, also könnte ich das echt mir vorstellen. Dass wir auch in dem richtigen Spiel mit so ähnlichen Transfers ankommen. Wijnaldum. Stuart. Fehlpass, Fragezeichen. Wijnaldum verliert auch den Ball, aber Leroy Fair ist da. Rodriguez muss da entgegenkommen. Stattdessen ist die Mitte offen, aber Moreno klärt das. Mignolet. Honda, Suso, Sosa, Nyang, Mignolet mit Problemen, aber hat einen Ball. Mignolet, lang nach vorne, da steht keiner, wird gleich Ende sein. Sosa. José Ernesto Sosa. Und Ende. Wir gewinnen 4:1 gegen Milan. Also ich würde sagen, unser Härtetest ist bestanden. Wir haben eine sehr, sehr gute Kaderbreite. Gefällt mir. So könnte man das angehen, tatsächlich. Ja. So. Aber damit machen wir, wie gesagt, erstmal Pause. Ihr könnt schreiben, ob wir den Spielstand auch dann im echten Spiel übernehmen sollen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ansonsten könnt ihr ja unsere Transfers weiterhin bewerten. Daumen nach oben geben, wenn euch das Video wieder mal gefallen hat. Vorschläge geben für Taktik, für Transfers, welche Spieler wir aus der U23 genauer beobachten sollen. All sowas könnt ihr gerne schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Teilt dieses Video auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken. Seid da aktiv. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, um keins meiner Videos zu verpassen. Schaut auf meiner Homepage healfakti.de vorbei. Dort gibt's nicht nur alle Videos, sondern auch hier und da mal ein Gewinnspiel, das ihr dann nicht verpasst. Und ansonsten
ja, könnt ihr meinen Twitter-Kanal folgen, twitter@healfakti, meinen Games-Kanal, YouTube healfakti Games, wenn ihr auch andere Videos sehen wollt als nur Fußballvideos. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt 3 Stunden aufgenommen, also ich, ihr nicht, aber ihr guckt fast 3 Stunden lang, ein bisschen kürzer sind die Videos. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Schreibt mir, wie gesagt, ob wir mit dieser oder ähnlichen Elf auch im richtigen Spielstand starten sollen. Dann natürlich mit besserer Datenbank, mit mehr Fotos von Mitarbeitern, Spielern und so weiter und so fort. Also, dass da jede Liga, die wir spielen, auch mit Bildern versehen ist. Aber wie gesagt, das dann fürs richtige Spiel. Das war jetzt erstmal nur weitere Einblicke. Ich finde, im Live-Spiel hat sich einiges zum Positiven verändert. Sieht alles ein bisschen schicker aus. Die Bewegungen der Spieler sind flüssiger. Man denkt nicht nur, man würde ein Spiel von 98 spielen, sondern schon eher ein Manager-Spiel, das etwas moderner ist. Also, ich bin hochzufrieden mit dem Football Manager 2017. Ich hoffe, ihr auch. Bis zur nächsten Aufnahme, wo wir dann sehr wahrscheinlich das richtige Spiel aufnehmen. Also in die Kommentare schreiben, was wir mit Liverpool hantieren sollen. Diesen Spielstand hier fortführen oder einen neuen Spielstand starten. Ich bin gespannt, würde gern den hier weiterspielen, wenn wir die Transfers echt Bock machen. Aber ich richte mich nach euch. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.